Sag mal, Maike, ist so ein Bauchgurt nach der Schwangerschaft bzw. nach der Geburt jetzt einfach sinnvoll oder schadet der mir mehr? Und wichtig, wieder an dieser Stelle, überlege dir, warum wolltest du denn jetzt überhaupt so einen Bauchgurt tragen? Magst du deinen Bauch nicht nach der Schwangerschaft? Hast du eine Rektusdiastase? Hat dir irgendjemand erzählt, alter Schwede, das ist überhaupt das kleine Geheimnis für eine geile Figur nach dem Kinderkriegen? Bleib auf jeden Fall dran, das ist ein ganz wichtiges Thema. Mein Name ist Maike Droste, ich bin Physiotherapeutin und Fitness- und Life-Coach für Frauen vor und nach der Geburt. In diesem Video erfährst du, ob ein Bauchgurt nach der Schwangerschaft bzw. nach der Geburt dir hilft oder ob er dir schadet. Viel Spaß beim Angucken. In diesem Video möchte ich dir gerne die Vor- und Nachteile eines Bauchgurtes zeigen und anschließend wirst du selber für dich beurteilen können, ob du ihn jetzt wirklich nutzen willst oder ob du es lieber sein lässt. Wie gerade schon gesagt, du musst dir halt überlegen, wie kommst du jetzt überhaupt auf die Idee, so einen Bauchgurt zu benutzen oder benutzen zu wollen. Viele Frauen, die mich anschreiben, haben angefangen, so ein Ding umzumachen, weil sie ihren Bauch so wabbelig fanden oder weil sie den so unschön fanden und sie sich vorgestellt haben, wenn sie den jetzt einschnüren, so wird es ja auch präsentiert, dann wird er von alleine dünner. Oder du hast eine Rektusdiastase und wenn du so ein Gurt ummachst, dann wird er von alleine, geht die Rektusdiastase zu. Cool, oder? Das heißt, das ist natürlich das, was die Menschen heutzutage hören wollen. Ohne Aufwand oder mit möglichst minimalem Aufwand entstehen wundertolle Sachen, die das Leben erleichtern. Das heißt, wir möchten Erleichterung während des schönen Bauchkriegens und während der Rektusdiastase schließen und wir möchten auch anschließende Erleichterung. Das wäre doch schön, wenn das funktioniert. Aber wir wollen jetzt, wie gesagt, über die Vor- und Nachteile von so einem Bauchgurt reden. Wir umschließen ja mit diesem Gurt den sogenannten Korsettmuskel. Das heißt, hier gibt es ja irgendwelche Probleme, entweder schwabbelig, wabbelig, vorstehend, hängend, Diastase, Spalt, oben, unten, Mitte, irgendwo. Und dann geht es ja darum, dass du dir diesen Bauchgurt umbindest. In dem Moment setzen wir unseren Korsettmuskel nahezu außer Kraft. Was soll denn jetzt der Korsettmuskel überhaupt machen? Der Korsettmuskel ist dafür zuständig, dass du überhaupt aufrecht stehen kannst. Das heißt, dass du vom Rumpf her gehalten wirst. Das heißt, Stabilität vom Rumpf natürlich auch. Dass du überhaupt einen richtig aufrechten Gang haben kannst. Dass du dich wirklich stabil halten kannst bei deinen ganzen Bewegungen. Dass du ein gutes Gleichgewicht hast. Und er ist auch noch für viele andere Funktionen im Körper ein ganz wichtiger Hilfsmuskel. Wenn wir jetzt diesen Bauchgurt umbinden, dann geben wir unserem Gehirn das Signal, da hält ja was, dann brauche ich das ja nicht mehr machen. Dann brauchen wir auch den Korsettmuskel nicht weiter aufbauen. Puh. Und ich dachte, ich habe so viel Arbeit. Zum Glück hat sie jetzt so einen Gurt um. Irgendwie wird es ja wohl gehalten. Das passiert dann. Was sind denn jetzt die Vorteile von so einem Gurt? Wenn du ihn umhast, wirst du merken, er gibt dir ein tolles Gefühl. Er gibt dir ein stabiles Gefühl. Er wird auch in der Sekunde alles zusammendrücken. Er wird sogar die Rektusdiastase, also so einen Impuls geben, dass alles zusammengedrückt wird. Das kann als Vorteil genutzt werden. Wenn du ihn aber unwissend nutzt, dann geht das echt nach hinten los, weil du hast... Es ist im Endeffekt der Effekt, du hast bestimmt gehört, dass damals nach Unfällen immer diese Halskrausen umgemacht wurden. Vielleicht bist du auch in einem Alter, dass du das selber noch kennst. Das gibt es heutzutage gar nicht mehr, weil man festgestellt hat, anstatt dass der Hals wieder stabilisiert wurde, ist er innerhalb kürzester Zeit schon muskulär abgebaut und der Halt war sogar noch schlechter. Das heißt, den Menschen ging es nach einer Halskrause oft schlechter und währenddessen mochten sie gar nicht mehr ohne laufen, weil das Gehirn sich daran gewöhnt hat, so stabilisiert zu werden. Und dasselbe passiert auch mit dem Bauchgurt. Du machst ihn um, schaltest quasi die Funktionen ein, um selber das Ganze zu halten und aufzubauen und zu verbessern. Aber währenddessen du es trägst, gibt es echt ein ganz, ganz tolles Gefühl. Das Signal an dein Gehirn bezüglich des Korsettmuskels ist also, cool, er wird nicht mehr gebraucht. Ist das nun gut? Jetzt die Nachteile. Ich habe das schon so ein bisschen erwähnt. Das heißt, wir brauchen regelmäßige Reize und zwar richtige. Das ist das, was ich versuche immer beizubringen. Du musst eine bestimmte Schritt-für-Schritt-Folge haben, damit du wirklich dein Korsettmuskel, deine komplette Rückbildung richtig wieder hinbekommen kannst. Wenn du dir jetzt Hilfsmittel holst, das sind keine Trainingshilfen, das sind,
Das sind Punkte, die dir quasi das Leben erleichtern. Dann signalisierst du deinem Gehirn, wie gesagt, ich brauche gar nicht mehr so viel machen. Was wollen wir aber? Dass dein Gehirn ganz viele neue Nervenbahnen bildet, dass dein Gehirn viel genauer Spannungen ausführen kann, genauer ja, entscheiden kann, wo muss welche Spannung bei welcher Bewegung eigentlich ja, ausgeführt werden. Und das lernt er nur, wenn er selber diese Reize bekommt, dass dein Gehirn aktiv was machen muss, beziehungsweise dein Korsettmuskel. Das ist ein Riesennachteil, dass du dir das nimmst. Aber du nimmst dir nicht nur das, sondern du sorgst dafür, dass durch dieses neue Signal, ach, da hält mich ja was, dein Bauchmuskel abgebaut wird und wenn nicht das, zumindest nicht weiter aufgebaut wird. Du nimmst dir die bessere Kontrolle und somit auch die bessere Feinmotorik in dieser Muskelstruktur. Natürlich ist es davon abhängig, wie lange du so einen Teil trägst. Wenn du das jetzt nur einmal kurz trägst, dann ist natürlich eine ganz andere Geschichte, aber die vielen Frauen sehen dann schon zu, dass sie das den ganzen Tag tragen. Wann du den mal nutzen kannst, das erkläre ich dir gleich noch. Was ich gerade eben schon erzählt habe, dass der Korsettmuskel hat ja wichtige Aufgaben und dein Körper hat sich verändert durch die Schwangerschaften. Und die Haltung ist anders, die Rückenposition ist anders, die Bauchmuskeln sind anders, die Aufhängungen deiner inneren Organe sind anders, der Beckenboden ist anders, die Beckenstellung und dadurch natürlich noch extremer die Beckenbodenspannung. Und all diese Dinge müssen jetzt zurückgebildet werden. Wenn du dir jetzt passiv so eine Hilfe aufbaust, sorgst du dafür, dass dieser Prozess nicht stattfinden kann. Wenn du meine E-Mails lesen würdest, dann wüsstest du, dass die Frauen sowieso schon Schwierigkeiten damit haben, auch ohne Gurt. Wenn du ihn jetzt noch dazu holst, merkst du selbst. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass eine Rückbildung bedeutet, dass du eine bestimmte Schritt-für-Schritt-Folge einhältst. Ich kenne so gut wie keine Hebamme, die in Rückbildungskursen wirklich diese Schritte einhält. Und da das so wichtig ist, habe ich ein Komplettprogramm entwickelt. Das heißt, einen Online-Kurs, den du ein Leben lang behalten kannst. Also wo du quasi diese Abfolge dir angucken kannst. Immer wenn du einen Schritt kannst, gehst du weiter, weiter, weiter. Überleg dir das mal. Ich gebe dir wirklich den Tipp, weil dann weißt du, dass du es richtig machst und dass du den Scheiß endlich los bist und eben auch dich selber kontrollieren kannst. Ja, aber Maike, du sagtest doch jetzt gerade, irgendwann ist so ein Gurt auch gut. Wann denn? Eine Möglichkeit ist, wann du den mal nutzen kannst, wäre zum Beispiel beim frischeren Kaiserschnitt. Das heißt, du unterstützt ja quasi das Gewebe, du drückst es ja ein bisschen zusammen. Das bedeutet, es kommt ein bisschen weniger Zug auf die Narbe und kannst sozusagen diesen Bereich entlasten. Aber wieder aufpassen, wir wollen ja nicht alles damit stabilisieren, sondern es geht ja nur darum, dass deine Narbe ein bisschen besser heilen kann. Ist wirklich nur ein kurzer Zeitraum. Dann kann man es zwischendurch mal benutzen, wenn man jetzt eine ganz extreme Rektusdiastase hat, um schon mal die richtige Tendenz hinzukriegen. Aber ganz wichtig, benutze ihn niemals und sei darunter locker, sondern er soll wirklich eine Unterstützung sein und nicht, ich lege das Ding um und lege mich jetzt mal aufs Sofa und mache irgendwas. Dann kannst du den Gurt nehmen als Erinnerung bzw. als Zusatzreiz, aber jetzt nicht so eng schnallen, damit du eine Wespentaille hast, sondern es geht nur um einen Zusatzreiz. Er soll dich dann erinnern, dass du diese Grundspannung aufbaust und zum Beispiel, wenn du locker lässt und drückst den Bauch da rein, dass das der Impuls ist, der dir hilft zu sagen, ich wollte ja meine Haltung verbessern, ich wollte ja meine Rektusdiastase schließen und dafür kannst du das zum Beispiel auch mal kurzzeitig nutzen, aber eben auch nicht einen ganzen Tag. Das ist du machst auch kein Workout den ganzen Tag, sondern es ist eine kurze Trainingseinheit, wo du das nutzt. Du kannst ihn auch benutzen, wenn du weißt, dass sehr große Belastungen auf dich zukommen. Ich hatte zum Beispiel Frauen, die hatten noch eine Rektusdiastase, aber ob sie wollten oder nicht, es stand zum Beispiel ein Umzug an und sie hatten wirklich Angst, dass sie sich alles wieder auseinanderziehen. An solchen Tagen sage ich dann auch, dann pack doch einen Gurt um, weil oft ist es so, dass durch diese Umzugssachen, Stress und so weiter die Grundspannung vergessen wird und man reißt sich wieder was auf. Ich will nicht sagen, dass es eine Top-Lösung ist, aber dafür kann man ihn auf jeden Fall mal verwenden. Also durch den Zug wirst du auch schneller wieder erinnert. Aber man muss sich auch anstrengen. Der Bauch ist auch wichtig für die Atmung. Das könntest du mal ausprobieren, ob dir dann dieser Gurt dabei helfen kann. Und natürlich die Variante als Zusatz bei der Trainingseinheit. Das heißt, wenn du sowieso Rektusdiastasen unterschiedliche Reize bringen möchtest, dann kannst du zum Beispiel diesen Gurt nehmen als Zusatzreiz und sagen, so ein Anteil meines Workouts, meines Tagestrainings mache ich mit so einem Gurt, damit ich wirklich nochmal wieder was anderes meinem Körper als Reiz gebe, um die Grundspannung
noch in verschiedenen Varianten zu trainieren. Generell kann ich dir aber sagen, rate ich dir von dem Ding ab. Du musst nicht wieder extra was kaufen. Hört auf euch, die ganzen Sachen zu kaufen. Macht erstmal die Basics. Sowas kannst du hinterher machen, wenn du merkst, der Körper reagiert zurzeit gar nicht mehr und du willst es mal als Zusatzimpuls machen, aber nur unter den Umständen, was ich dir gerade gesagt habe. Wird man denn jetzt eigentlich schlanker durch so einen Bauchgurt? Das erzählen doch alle und viele sagen doch auch, dass der Bauch schlanker wird durch so einen Bauchgurt. Hier greifen die berühmten 3 Bs. Wer zu viel frisst und wer sich zu wenig bewegt, der bleibt im sogenannten Eichhörnchen Wintermodus. Und was sind jetzt die 3 Bs? Die 3 Bs sind das, was du behältst. Backen, Bauch, Backen. Was meinst du da denn jetzt mit? Du behältst dicke Backen, du behältst einen dicken Bauch und du behältst dicke Backen, wenn du nicht wirklich was dagegen machst. Ja, man könnte sagen, wenn du deinen Bauchgurt umhängst oder umklettest, dann wird dein Bauch erstmal schlanker. Und warum? Weil sich darunter deine Bauchmuskeln reduzieren, weil du Organe verdrängst. Ist das jetzt schön und ist das besser? Ich weiß es nicht so genau. Solltest du dich jedoch dazu entschließen, unter den bestimmten Aspekten, die ich vorhin nannte, einen sogenannten Bauchgurt zu nutzen, dann kann ich wirklich nur empfehlen, dass, wenn du schon machst, eine bestimmte Sorte Rektusdiastasengurte benutzt. Das heißt, es gibt welche, die klettest du einfach nur einmal rum. Es gibt welche, die haben oberen, mittleren, unteren Anteil. Die kannst du dann so variieren, wie du willst. Und es gibt welche, die haben einen Anteil hinten und dann 3 verschiedene nach vorne. Das heißt, du bringst einen nach vorne, bringst einen Zug von der einen Seite und dann nochmal einen Zug von der anderen Seite. Durch dieses Dreier-System hast du wirklich einen besseren Zug für die Mittellinie vorne. Aber wie gesagt, guck dir das Video, bevor du es benutzt, noch 3-mal an, damit dir klar ist, wann macht es Sinn, so ein Ding mal unterstützend zu nutzen und wann kannst du das wirklich besser in die Tonne kloppen. Vertrau nicht immer, was es alles gibt. Nur weil Rektusdiastase und schlanker Bauch dran steht, heißt das noch lange nicht, dass das gut für dich ist. Aber du willst doch nur das Beste für dich. Also mach es gleich richtig. Was meinst du, wie schön das ist, wenn du jetzt richtig startest und dadurch dann wirklich diesen Sommer, diesen Winter, diesen Herbst, diesen Frühling, je nachdem, wann du guckst, wenn du wirklich dann deine Ziele erreicht hast, wenn du merkst, dass sich alles zum Positiven verändert, dass deine Ausstrahlung, deine Körperhaltung, dein gesamtes Lebensgefühl, wenn das wieder besser wird und du glücklich bist. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wolltest du jetzt gerade unglücklich in deinem Leben und deinem Körper sein, wie sich das anfühlt. Vielleicht kannst du dich an deine Kindheit erinnern. Da hatten wir oft sehr, sehr glückliche Momente. Und das kannst du jetzt wieder erreichen. Das bedeutet, ich habe schon gesagt, wenn du es richtig angehen willst, gerne mit meinem Komplettprogramm, will dich aber auch nicht überreden, sollst dich gut dabei fühlen. Du musst wissen, jetzt habe ich Bock darauf. Du kannst natürlich gerne meinen Kanal abonnieren, damit YouTube dir Bescheid sagt. Denk an das Glöckchen, sonst sagt YouTube nämlich gar nichts. Dann verpasst du nichts, wenn du beides nutzt. Dann kannst du mich gerne näher kennenlernen, mir folgen bei Instagram und bei Facebook. Coole Sachen in der Story, viele kleine Tipps und Tricks, was ich so mache, wie ich was mache. Und natürlich auch Fragerunden, verpasse sie bloß nicht. Ansonsten wird es noch viele hammergeile Videos auf diesem Kanal geben. Ich bin mir sicher, dass wir beide uns wiedersehen auf diesem Kanal bei dem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Tschüss, sagt Maike Drostisch.